bei einem Training von der Seilheli-Gruppe der Stadtpolizei Zürich. Die Gruppe, die aus Angehörigen von unserer Interventionsseilheit besteht, ist für spezielle Einsätze zuständig. Und zwar überall dort, wo es polizeiliche Interventionen in der Höhe braucht. Sie unterstützen aber auch die Hörretter von der Feuerwehr von Schutz und Rettung Zürich. Gut, kannst du sie aufschneiden? Ich habe das Bein gebrochen. Sie haben das Bein gebrochen? Ja. Damit so gemeinsame Einsätze reibungslos und erfolgreich ablaufen, sind auch gemeinsame Trainings notwendig. Und so eins habe ich heute begleitet. Am gemeinsamen Ausbildungstag hat es verschiedene Übungen gegeben. Bei der einen Übung ist nach einem Raubüberfall ein Auto geflüchtet, hat einen Unfall gehabt und der Täter war bewusstlos im Auto, wo man bergen musste. Eine andere Übung war ein Gleitschirmpilot, der einen Unfall hatte und in einem Baum hängen geblieben ist. Ich durfte bei diesen Übungen mitmachen und in die Rolle der Räuberin, aber auch der verunfallten Gleitschirmpilotin schlüpfen und am eigenen Leib erfahren, wie das ist, wenn man geborgen wird.